Den sieht man wirklich auf dem ersten Blick nicht, den Creeper. Ja, lass die Kohle erstmal runterfallen. Schon wegnehmen. So, wo kommt man denn hier mal gut runter? So. Ah! Regen in die Traufe gekommen. So. Ach so, das ist unsere Treppe. Hab mich schon gewundert, warum habe ich denn da was stehen lassen? Leben am Abgrund. Genauso muss sich ein Arbeiter in München vorkommen, wenn er die Mietkosten sieht. Autsch. Nicht nur Leben am Abgrund, sondern Leben im Abgrund.
Nee, ist doch furchtbar mit den hohen Mieten. Aber eine Patentlösung gibt es dafür jetzt auch nicht wirklich. Ich meine, wenn man jetzt künstlich die Mieten in den Großstädten runterschraubt, dann hätten diese Städte noch mehr Zulauf. Und das wäre auch wiederum negativ. Das verschweigen sie einen in den Medien. Das ist gar nicht wirklich sinnvoll ist, die Mieten dort runterzuschrauben. Jetzt überlegt mal, wir hätten deutschlandweit einheitliche Mieten. Also quasi jeder könnte dort wohnen, wo er möchte und müsste das gleiche pro Quadratmeter zahlen. Dann wäre es doch so, dass die ländlichen Gegenden noch viel stärker aussterben würden. Beziehungsweise alle jetzt dann den Osten verlassen würden. Ich kann euch verstehen, also ich würde dort auch nicht bleiben wollen. Naja, und die Städte? Wohin mit den ganzen Menschen? Das heißt, noch mehr Wohnungsbau, noch höherer Wohnungsbau, weniger Licht, weniger Pflanzen, weniger Luftzirkulation, mehr Stauwärme, mehr CO2. Schöne Aussichten. Das Einzige, was man machen könnte, das wäre natürlich nach unten bauen statt nach oben. Aber das wollen viele Menschen nicht. Naja, kann man verstehen. Ich meine, so ohne Tageslicht in irgendeiner Kellerwohnung mit künstlicher Belüftung. Allerdings, man muss auch sagen, es gibt keine Fenster, die man putzen müsste. Das ist natürlich ein Vorteil. Natürlich mehr Strom, weil kein Tageslicht. Aber dank LED sind dort auch die Kosten überschaubar geworden. Und man merkt nicht so viel von warmem und kaltem Wetter. Da man da unten ja gut geschützt ist und relativ isoliert ist. Also es hätte durchaus auch Vorteile, nach unten zu bauen. Es ist halt nur irgendwie verpönt. Wenn wir jetzt alle unsere Gebäude statt in die Höhe, in die Tiefe setzen würden, hätte man auch über Tage wieder mehr Platz für Grünanlagen, was natürlich CO2 aufnimmt und der Klimaerwärmung entgegenwirkt. Das wäre so eins meiner Ideekonzepte. Einfach Städte in den Untergrund verlagern. Ich meine, es ist ja nicht so, als könnten wir da unten nicht auch noch Straßen und sowas hinsetzen. Aber da unten, wo es nicht regnet, bräuchten wir eigentlich auch keine Straßen, sondern könnten hier so Laufbänder machen, die uns von A nach B bringen. Oder man lässt halt die ganze Infrastruktur oben und macht nur die Wohnhäuser nach unten. Was natürlich auch förderlich wäre. Ich meine, so könnte sich keiner mehr beschweren, dass es in seiner Umgebung keine Läden gibt, weil die Läden wären über uns und wir wären darunter. Im Falle eines Krieges wäre es natürlich auch noch strategisch sinnvoll, die Bevölkerung direkt unter der Erde zu haben, weil dort ist sie nicht so empfindlich wie in einem Hochhaus über der Erde. Was natürlich nicht vor einem Nuklearschlag schützt, also das sollte klar sein. Also ich finde, dieses Konzept hat Zukunftspotenzial. Man müsste nur die Menschen dazu bringen, auch unter die Erde gehen zu wollen. Dann hätten wir alle nur noch so kleine Aufzüge über der Erde und vielleicht noch einen Briefkasten dran. Überall dann so kleine, niedliche Häuschen mit Briefkästchen. Und drumherum Natur, Wald, Lidl. Wobei Lidl Flachdach man dann auch wieder draufbauen, also draufpflanzen.
Aber dafür müsste man erstmal ganze Städte planieren. Ich meine, man müsste ja das, was da ist, abreißen und dann wieder neu bauen und entwickeln. Unsere Städte sind ja mehr oder weniger dynamisch gewachsen. Das heißt, irgendwann gab es ein kleines Dorf um einer Kirche herum. Dann kamen ein paar Fabriken, zogen Menschen an. Der Handel erblühte, die Stadt wuchs, dann kam der Bergbau. Dann kamen noch mehr Menschen und schwupp hatte man eine Großstadt. Und alles über 100 Jahre nach und nach gewachsen. Und dieses müsste man jetzt quasi durchbrechen. Man darf nicht mehr das Alte erhalten und Neues einfach nur dran oder drum bauen, sondern man müsste mit den Traditionen brechen und nochmal komplett von vorne die Städte planen. Und das ist auch schon wieder ein Punkt, wo viele dagegen wären. Oh, wir sind voll. Das hättet ihr mir auch sagen können. Wartet mal ganz kurz, ich will nur mal was. Okay, ich habe das Schmetterlingspaket drin. Das, 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 das. Ach ja, und den ganzen Stein. Ach, da habe ich schon wieder Kohle. Machen wir ganz zum Schluss, dass wir die auspacken. Nimmt momentan auch dann weniger Platz weg. Hieraus mache ich mal schnell Kohleblöcke. Leitern. Leitern hätte ich gerne. Ganz toll. Ja, hier genau vier sein, oder? Eins, zwei, drei, vier. Ja. Wo hatten wir angefangen? Hier. So, wird dunkel. Legen wir uns mal hin.